Ja, lass uns da mal reingehen. Da können wir eine Runde lachen. Eine Runde Strip-Poker. Wir laden euch alle ein. Ordentlich Frauen, beschießen. Frauen bestellt der Andi. Hier links habe ich was. Aber ich sage euch, gleich, es gibt nur Milch. Oh, nur Rüstung. Ne, Andi? Es gibt nur Milch. Ja. Ja. Muttermilch. Frisch von der Brust. Immer noch kein Zeichen von Bella oder Reed. Weiter, Babyface. Also kannst du dir das Stummgewehr nehmen, wenn du willst, ne? Aufschneiden, ich schneide auf. Ja. Ja, du müsstest beim Sturmgewehr auch wieder Munition haben. Ja, da hatte ich ganze Zeit Munition, die Waffe hatte ich noch gar nicht benutzt. Achso, die war bei mir leer. Ich hatte die Mini-Maschinengewehr benutzt. Ne, das nehme ich nicht. Das ist sehr gut, ich habe da 72 Schuss drauf. Ja, da hat man zwar 72 Schuss, aber du teilst die Munition mit der anderen Waffe. Bis. Wo geht's jetzt hier weiter? Oh, hier ist jetzt wieder verdammt ruhig. Ah, da oben, ist er. Boah. Gott sei Dank. Naja. Wenn ihr runterkommt, dann ja. Pass auf, aus der Leiter da oben kommt das Viech jetzt. Ja. Reißt einer mit. Oh, Bella ist jetzt tot, pass auf. Bella, hier unten ist lauter Zeug von Wayland. Irgendwie müssten wir das Ding auf dir rausschneiden können. Ich hab hier gerade einen Headshot gegeben. Wie es sich in mir bewegt. Lecker. Aufgepasst. Seht auf euer Radar. Kuhdrücken. Vor uns. Hier unten rein, Andi, hier. Da! Bin super schnell. Ja, ich bin hier unten im Raum. Ich hab runter, ich schieße schon drauf. Hab ihn. Das ist der letzte, dann haben wir's. Nein! Nein, bleib draußen! Bleib hier reinkommen. Bleib draußen. Alter, bleib draußen, hab ich gesagt. Sagt deine Tastatur irgendwas? Treffen Sie Bella und Way in der Zentrale. Na dann. Bin ich gerne weg hier. Andi, hinter dir, hinter dir! Hallo, okay? Hier kann man hoch. Ja, mir geht's gut. Moment, wo ist O'Neill? Klar, danach. Was ist mit ihm passiert? Oh Gott, sein Signal folgt dem Ding. Haben wir alle genug Munition? Dann hinterher. Stopp. Was? Hinterher? Wenn wir O'Neill folgen, können wir alle da unten hin wieder. Das ist nicht Ihr Ernst. Denken Sie darüber nach, Bella. Es ist zu riskant. Okay. Also, ranghöchster Officer, hab ich das Sagen? Das Sagen? Nur wegen ihm haben wir sie gefunden. Reed, wir gehen. Ob Sie mitkommen oder nicht. Okay. Bleibt zurück. Alter, steigt doch einfach in so ein Raumschiff und fliegt nach Hause. Ja, dann wäre alles gut. Dann los. Okay, hinter dir, Vorsicht. Alle Mann in Bereitschaft! Finden Sie O'Neill. Neues Ziel. Wir hätten im Hangar bleiben sollen, ja. Ja. Ist sie jetzt auch endlich mal so schlau? Keine Munition verschwenden und schießt nicht auf Kollegen. Konzentration, weiter draufhalten. Irgendwas klopft da bei mir. In dem Gerät. Mein Sensor sagt nichts. Jetzt. Jetzt kommen sie. Scheiße! Verstanden. Alle zurückziehen. Andi, komm hier rein. Ja, das habe ich zu spät realisiert. Ich lebe noch. Ich hole dich. Ab. Nein, jetzt hat er mich. Jetzt. Der kommt sofort immer wieder. Jetzt hat er mich. Oh, jetzt hat er mich. Ja, oh, wie ärgerlich, Leute. Ja.
Ja, das nächste Mal gleich laufen und dann haben wir das Problem auch beseitigt. Ja. Irgendwie geht's gerade nicht weiter, doch jetzt. Na gut, ist aber schade, dass du dann trotzdem keine zweite Möglichkeit hast, weil ich wurde jetzt erwischt, aber es gab keine Möglichkeit, das zu retten. Genau, wir hätten ihn downschießen müssen. Also wenn wir mit 4 Spielern gewesen wären... Ja, den kannst du ja nicht downschießen. Doch, der hat Schaden gekriegt. Ja, den kannst du aber nicht töten. Doch, mit 4 Spielern, wenn er voll drauf gehalten ist, doch. So, ich laufe. Das ist ein Boss. So, ich bin durch. Andi, komm! Und ruhig. Ja, du wartest da viel zu lange. Komm, einmal weiter hier. Warum nicht schon? Bin voll ausgestattet. Ja. Alle mir nach. Verstanden? Wartet mal. Ich wechsle die Sekundärwaffe und dafür nehme ich eine Schrot, würde ich sagen. Die Pumpgun. Ja, die Pumpgun. So, ab geht's. Ne, die Pumpgun ist scheiße. Die andere war besser. Schrotflinte. So, jetzt können wir, Andi. Ja. Hier runter. Ja. Geh. Er kommt! Weiter! Schießen macht den nur wütend! Lauft! Ja, wo lang? Bitte schießen macht den nur wütend. Hier hoch. Nein, hier lang. Hier. Und 10 runter her. Und wieder hoch. Nein, er hat mich! Versuch mich zu kriegen, Andi. Hinter dir! Versuch es. Ja, wiederbeleben geht. Ja, ich bin da. Muss nachladen. Ja. Scheiße, Alter. Pumpgun ist richtig gut. Echt? Der Bastard ist erledigt! Puh. Also ich finde die Pumpgun gut. Ja. Mal gucken, was sie gleich auf F hat. So, gucken wir mal hier, wo müssen wir als nächstes langlaufen. Wir müssen natürlich hier runter und dann... Ah, Pumpgun ist auch Schuss. Mit Strom irgendwas. Ja. Naja, wir müssen aber mal gucken, wo wir jetzt hinlaufen müssen, wenn wir hier runter springen. Ja. Und runter. Hier rein. Wir haben Gesellschaft. Okay. Kugeln haben keine Wirkung. Jetzt wirst du den Boss besiegen können. Komm her, du kleines Arschloch. Wo ist er? Ah. Nein, das sind wir auch noch bei. Ja, die müsst ihr machen. Ich kümmere mich um den Großen. Ja, ich bin down. Fuck ihn dir. Hab ihn! Und nochmal. Wo ist er? Nein! Nein! Das kann doch nicht sein, Alter! Oh oh. Ich bin down. Oh. Alter Schwede! Das ist schwer, Leute! Aber benutzen Sie den Powerloader, um zu überleben. Ich hatte ihn ja einmal, aber es ist nichts passiert. Schieß nur auf die Kleinen, Andi. Ja. Er hat mir wieder eine Kopfnuss gegeben.
wieder. Warum klappt denn das nicht? Alter, das geht nicht, Andi. Ich bin gleich schon wieder down. Down, das war's. Das war's. Wer gibt dir sofort eine Kopfnuss? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Ich glaube, man muss eher schlagen wie er. Ja. Der darf nicht so nah an dir dran. Genau. Leute, das ist nicht leicht. Ja, jetzt hast du. Los, Andi. Ist nicht einfach, ne? Boah, der hebt dich hoch. Ah, du bist down. Ja, Leute, da gimpen wir mal wieder. So, wer will zuerst den Powerlauder? Ja, ich geh mal rein, also ist es. Ja gut, geh du als erstes rein, ich kümmere mich um die kleinen Viecher dann. Ja. Vielleicht sollte ich... Sie auch zu den anderen da drunter stellen, unter die Abdeckung, da gibt's auch Munition. Ja. Und wenn es dir nicht so gut geht, dann sag es, dann nehme ich dann Munition und sowas, Rüstung auf. Schieß einfach mit rauf auf den Großen. Komm her, du Viech. Scheiße, ich hab uns selber in der Luft gesprengt mit Feuer. Ich hab ihn angesteckt. Ja, nice. Ja, und ich wurde aufgefressen. Also ich bin down. Ich schieße noch so viel wie ich kann auf den Dicken an. Die mach du einfach weiter. Ja. Ja, ich lebe wieder. Nein, ich bin down. Toll, ich habe keine Beine mehr, Alter. Mir haben sie die Beine weggefetzt. Na, Andi, klappt es? Alter, es ist nicht einfach auf Veteran. Also, das muss man jetzt wirklich mal sagen. Er kommt mir zu nahe. Ja. Ja, vielleicht, wenn er auf dich zukommt, musst du zurückgehen. Pat! Da hast du ihn, jawoll. Also, bist down. Bist du jetzt auch gestorben, ne? Ah, da sind wir. Videozähne. Schön, dass Gut. Sie noch heil sind, O'Neill. Wie bitte? Sie wollten ihn sterben lassen. Well, was redest du da? Wir waren geteilter Meinung. Sie wollte Befehle geben und dich zurücklassen. Beruhigt euch alle. Ich hatte Angst. Ich bin nur Pilotin. Aber als Lieutenant musste ich eine Entscheidung treffen. Kein Marine bleibt zurück. Da zählt kein Rang. Können wir das verschieben? Bella, wie sieht das Video laggy aus? Ja. Hast du das auch? Ja, sehr merkwürdig, ne? Aber ja. Wir können niemandem vertrauen, der in ein paar Stunden stirbt. Wie können Sie es wagen? Ja, denn ich kann meine ganzen Daten sehen. Meine Grafikkarte taktet sich runter und es laggt hier. Und ich habe nicht mal eine Auslastung. Naja, egal. Sie haben gerade eine Waffe auf einen Vorgesetzten gerichtet. Oh! Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen, wenn es so reicht. Lass... Gehen wir zurück zur Zentrale! Verdammt, ihr beiden! Alter, die Lugatschnitte hat ja nichts zu verlieren! Solaco Actual, hier ist 3-3. Wir haben ein paar Marines gefunden und den Funkturm zum Laufen gebracht. Sind auf dem Rückweg. Wir sind ganz schön mitgenommen. Okay, dass es geleckt hat, Leute, wieder kein Fehler von uns, sondern vom Spiel. Ja, immer noch gelegge. Außergewöhnliche Umstände. Ja. Ich habe seit gestern 300 meiner Leute verloren. Also glauben Sie mir, ich kann das nachführen. Reed, Bella, lassen Sie den Unsinn und machen Sie einfach weiter. Bitte um Erlaubnis. Schnauze, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und das wissen Sie. Basta.
Sie beide, vorne und Mitte. Die zwei wollen also mein Ja-Wort zu dieser Kamikaze-Mission ins Herz von Weyland-Yutani, um dieses Ding aus ihrem Brustkorb zu holen. Es fehlen ohnehin schon zu viele Kräfte bei all den vermissten Marines. Sir, wenn Sie nur zuhören... Autorisiert. Unter einer Bedingung. Sir? Dort gibt es ein Register über das gesamte Personal. Bringt es mir und ihr könnt es tun. Ja, Sir. Danke, Sir. Versuchen wir, Bella zu retten. Da sind deine Raketenfahrzeuge von Hadley. Nehmt eins und kommt lebendig zurück. Ihr alle. Bitte um Erlaubnis, an der Mission teilzunehmen, Sir. Nein. Ich möchte mit. Und ich brauche eine lebendige Pilotin, um hunderte von Marines von diesem Planeten zu bekommen. Darüber diskutieren wir nicht. Sie sind uns nichts schuldig. Bringen Sie bloß alle hier raus, damit wir Weyu vernichten können. Bleiben Sie einfach aus dem Weg. Genau. Genau. Scharfe Schnitte. Aufgestiegen, Rang 10, Errungenschaft freigeschaltet. Jawohl. Mission 5. Der Rabe. Alles super freigeschaltet, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Zwar ein bisschen gegimmt haben wir, müssen wir ganz ehrlich zugeben, aber auch... Immerhin Veteran, ne? Muss immerhin Veteran, wollte ich gerade sagen. Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen leicht unübersichtlich, wie das jetzt genau der Verlauf des Weges führt. Und der Roboter ist auch nicht so einfach zu steuern. Also ich fand ihn sehr hakelig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Gut, damit ist die Folge auch zu Ende und wir sagen Schaui-Laui von Aliens und morgen Abend wieder 20 Uhr Schocker bei uns auf dem Channel. Jawolla, jawolla. Vergesst nicht ein bisschen zu Kommentare zu schreiben, was wir verbessern können. Denkt daran, wir brauchen eure Hilfe, um dass wir besser werden. Schaui-Laui, bis denne. Andi sagt gar nicht schön. Jo.